Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Milon's Secret Castle. Und bitte, bitte, Beachtung, Beachtung, wurde in Japan bereits eine Dreiviertelmillion Mal verkauft. Steht zumindest am Cover. Ja. Ein richtiger Klassiker sozusagen. Ich kenne das Game wie so oft noch überhaupt nicht und lerne es mit euch zusammen kennen. Ich bin schon gespannt, was uns hier erwartet. Wir haben hier Copyright von 1987, lizenziert von Nintendo of America. Und wir starten schon direkt rein. Und da ist er schon, der kleine Wahnsinnige. Ich kann mich nicht ducken, ich kann nach oben gehen anscheinend. Ich kann richtig gut hüpfen. Und ich kann Blubberbläschen schießen. Nach unten, nach oben. Während dem Hüpfen. Jetzt ist es jetzt los. Jetzt ist alles böse. Ich kann Start drücken und Select. Select bringt gar nichts. Okay. Gut. Steuerung mal gecheckt. Gehen wir da rein. Ah, das geht tatsächlich. War mir nicht so sicher. Das ist ein netter Blob. Hübsch gepixelt, der Blob. Was ist das? Die Lebensanzeige ist interessant irgendwie. Was ist das da? Geh weg! Geh weg, 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 weg. Okay, die Steuerung ist... Also, boah, träge. Träge, richtig träge die Steuerung. Er braucht so ein bisschen, bis er Fahrt aufnimmt und dann wieder schnell irgendwie. Ist jetzt... Aha, was ist das? Ein Secret? Habe ich da jetzt irgendwas entdeckt hier? Ja. Und wie komme ich da jetzt raus hier? Hä? Wie komme ich da raus? Ich will doch raus hier. Das kann es nicht sein, oder? Aha. Wieso konnte ich das jetzt zerschießen? An manche Stellen kann man also zerschießen. Okay. Nicht ganz gecheckt, warum ich das jetzt kaputt machen konnte an der Stelle. Ah, da ist irgendwie so extra Zeug hier versteckt drinnen in der Wand. Okay, das ist irgendwie so das Gimmick von dem Spiel. Aber wie komme ich da jetzt rein? Vielleicht von der anderen Seite? Ja, wie kriege ich das Zeug hier? Nein, da komme ich nicht hin. Kann ich reinschießen? Auch nicht. Aha, da ist ein Schlüssel. Ah, ich muss vordrücken und schießen, dann mache ich das Blatt, oder was? Hä? Die Steuerung ist irgendwie komisch. Ist irgendwie komisch, die Steuerung. Da oben blinkt ein Schlüssel, das heißt, ich muss dorthin gehen, nehme ich mal an. Aha. Und jetzt kann ich... Wird instant weggebrezelt, ja. Game over, super. Okay. Das war ja nun mal der erste Versuch. Ich musste mal die Steuerung verstehen und so weiter. So, weiter geht's. Ich schau mal, wie kann ich da... Ah, da kann ich raufgehen. Was ist, wenn ich da reingehe? Schaut alles verdammt gleich aus. Das ist irgendein Item-Shop. Aha, Hinweise. Vielleicht kann ich dir helfen. Ja, vielleicht. Ich möchte so einen guten alten Hint haben. Aha. Kristalle haben eine mysteriöse Kraft. Find the Saw, okay. Okay, was gibt's da? Ist das noch so ein netter Item-Shop? Nein, da geht's gleich zur Sache hier wieder. Gut, macht nichts. Ich mag's ja, wenn's zur Sache geht. Aber was ich so gar nicht mache, ist diese Steuerung, Leute. Also diese Steuerung ist irgendwie... Ich will jetzt nicht sagen, dass es der letzte Dreck ist, aber sie ist schon ziemlich mies irgendwie. Also, sie gefällt mir nicht. Sie fühlt sich nicht akkurat an. Das ist das, was man eigentlich gerne hat bei solchen Jump'n'Runs, dass sie präzise ist. Und das ist irgendwie so gar nicht der Fall. Weil, ach, es ist, nein, das weiß ich nicht. Also mit der Steuerung wäre ich kein Freund davon. Das sehe ich schon. Da werde ich kein Freund davon. Wie komme ich da jetzt rauf, ey? Muss ich da auf das drauf hüpfen? Nein, geht nicht. Wie komme ich da rauf? Irgendwas wegbrezeln oder so.
Na, ich kann nicht so hoch hüpfen. Okay. Ich kann da offensichtlich noch nicht weitergehen, glaube ich. Kann ich da irgendwas machen? Auch nicht. Okay. Ja, kann ich da? Da habe ich mir was geholt. Jo. Warum ich da nicht weiter konnte? Ich glaube, ich habe es einfach irgendwas nicht gecheckt, vielleicht. So. Aber ich kann ja gar nicht raus mehr. Ich muss hier weiter. Oh Mann, das ist ja irgendwie ganz doof. Und die Gegner respawnen natürlich alle. Ach Gott, die Steuerung ist echt so schwammig. Fucks. Das ist so schade, weil das wäre sonst ein gutes, ganz gutes Game. Die Steuerung nicht so behämmert wäre. Ich will da einfach nur rüber. Come on. Keine Chance. Ich check's nicht. Oder ist das irgendwie ein Trampolin, das da unten gewesen? Und ich hab's nicht verstanden? Möglich. Möchte ich jetzt nicht ausschließen. Okay, ich gehe da jetzt mal wieder ins erste rein. Ich glaube, so ist das gedacht eigentlich. Jetzt habe ich einen Regenschirm. Ist wahrscheinlich so eine Art Fallschirm. Man kommt mit der Steuerung und mit der Zeit schon ganz gut zurecht, aber träge ist sie trotzdem. Träge ist sie trotzdem. Wenn ich da runter drücke, wenn ich rauf drücke. Nein, das bringt alles nichts. Das bringt alles nichts. Ags. Wenn man das, vielleicht ist das irgendwas, dieses da. Irgendwas, wo man besser hüpfen kann oder so. Nein, das ist nichts. Okay. Ich will es einfach nicht wahrhaben, dass das nichts ist. Oh, jetzt beschleunigt er wieder plötzlich. Ah, diese die Steuerung. Grr. Also, wer hat sich gedacht bei der Steuerung, ah, das ist eine gute Idee. Die hätte man doch auch einfach präzise machen können. Also, es gibt keinen Grund, warum man eine Steuerung so schwammig und sperrig macht. Also, außer, dass man vielleicht nicht programmieren kann. Aber sie hätten sie nur ein bisschen akkurater machen müssen. Also diese Beschleunigung hätten sie sich einfach sparen können. Jetzt habe ich das geschafft. Jetzt habe ich 9 Dollar. Kann ich die jetzt hier ausgeben im Shop? Kriege ich hier irgendwas für 9 Dollar? Ein Glas kriege ich. Holen wir uns ein Glas für 9 Dollar. So, okay, jetzt habe ich ein Glas. Jetzt würde ich gerne wieder rausgehen da. Rausgehen? Ah, vielleicht einfach so rausgehen? Ah ja, das geht. Okay, jetzt heißt Start. Wo ist mein Glas hin? Start und Select. Irgendwas drücken. Nein, dieses Glas, das sehe ich jetzt nirgends, was ich mir geholt habe. Okay, ist jetzt nicht weiter tragisch, aber jetzt muss ich da weiter. Und aber ich komme ja da nicht weiter, weil ich da nicht weiter raufkomme. Also ich muss irgendwie rausfinden, um weiter raufkommen. Mal schauen, vielleicht checke ich es noch irgendwie. Also da kann ich ja nirgends durch. Nein. Ah, ich bin gespannt, Leute, auf die Kommentare. Was habe ich hier nicht verstanden bei dem Game? Wir könnten, wenn ihr schon dabei seid, einen Kommentar schreibt, Leute, dann schreibt ihr mir gleich mal auch, wie ihr das Spiel so findet und vor allem die Steuerung. Ob ihr die Steuerung auch so abhätet wie ich. Angst! Ich mag die Steuerung vor allem deswegen nicht, weil es ansonsten ein gutes Spiel schlecht macht. Weil alles andere würde halbwegs passen. Ich will diesen. Wie komme ich da rauf? Wie? Ich will darauf. Darauf irgendwie. Geht nicht. Ich komme nicht drauf. Es geht einfach nicht. Ich habe ein Glas, aber was mache ich mit dem Glas? Das bringt mich auch nicht weiter, oder? 9 Minuten. 10 Minuten jedes NES-Game. Minimum 10 Minuten. Das heißt, ich habe noch ein bisschen, aber ich kann nicht drauf hüpfen. Und das Glas hat mich nicht weitergeholfen. Wenn ich da in dem ersten Level nicht nach rechts durch das Tor gehe, sondern ganz nach links rauf, was ist dann eigentlich? Schauen wir uns mal an. Vielleicht muss ich da mehr so diese Levels hier mehr so erforschen. Okay, da komme ich nicht drauf. So eine schnelle Durchhüpfung machen. Ah, da oben, schaut sich ja, da ist was. Ich hab gewusst, haben wir schon gedacht, da ist noch wieder irgendwas.
Aber wie komme ich da hin? Da muss ich wahrscheinlich irgendwo im oberen Stockwerk. Na, da komme ich nicht hin, ich sehe es schon. Kann ich da noch mehr wegbrezeln? Na, doch. Warum? Warum kann ich das auf der Seite hier nicht wegbrezeln? Da? Oh, das geht auch. Aber das hier geht irgendwie nicht. Ah, die Steuerung. Geht die alles zum Wegschießen hier? Aber das hier nicht wieder. Alles geht nicht zum Wegschießen. Ja. Ist hier noch irgendwo was zu entdecken hier? Na. Ich komme nicht drauf, Leute. Ich sehe schon, ich komme da nicht drauf. Moment, da ist doch irgendwas. Aha. Das da kann ich jedenfalls nicht wegmachen hier. Das ist der Schlüssel. Ich sehe immer woanders versteckt eigentlich. Aha. Kann er von unten wo drauf hüpfen und dann erscheint was. Okay, das hatte echt viel versteckte Sachen, das Ding. Und jetzt? Bonus Stage, yeah! Dass ich das noch sehe. Noten einsammeln. Yeah. Noten. Ein Hashtag. Gab's damals zwar noch nicht, aber egal. Wo soll ich den Hashtag nicht einsammeln? Ist der Hashtag böse vielleicht? 11. Ah, Noten. Nur Noten. Keine Hashtags. Okay, ich hab's verstanden. Hashtag, verdammt. Keine Hashtags. Keine Hashtags. Hashtag, nur Hashtag. Come on. Kein B. Nur Noten. 26 Noten. Gut gemacht, Junges. Richtig viel Geld kassiert. Für die fetten Noten. Okay. Das wäre cool, dass ich das noch entdeckt habe. Es scheint ein richtig feines Game zu sein. Aber die Steuerung und verdammt, wie komme ich da weiter? Leute, ihr wisst sicher, wie ich da weiterkomme. Wenn ihr das Video seht, seid ihr wahrscheinlich voll die Experten in dem Game. Und könnt mir erklären, was ich falsch gemacht habe. Das geht nicht da. Ich gehe jetzt danach zu den Schlüssel abgeben hier. Was ist mit der Biene? Ich will die Biene haben! Biene! Wo war die Biene jetzt her? Die flotte Biene. Die wollte ich schon eigentlich gerne einsammeln. So. Nein, schnell einkaufen gehen. Okay, was kann ich jetzt? Ich richtig viel Geld. Ich kann immer nur diese blöde Flasche kaufen. Ja. Ja, super. Okay, es hilft mir alles nicht weiter. Vielleicht gibt es da noch irgendwas zu entdecken. Ich muss vielleicht einfach noch genau, vielleicht mehr von unten drauf hüpfen. Vielleicht ist da irgendwas mit von unten drauf hüpfen, könnte ich mir vorstellen. Nein, da ist nichts. Da auch nicht. Ah, da vielleicht? Na. Jetzt bin ich raus. Okay. Ich bin es nicht mehr raus. Leute, haut mir in die Kommentare, wie komme ich hier weiter? Ich bin sicherlich nicht der Erste, der hier gleich mal ansteht. Und naja, 10 Minuten für ein NES-Game sind auch einfach zu wenig Zeit. Zumindest für dieses hier. Aber um es kennenzulernen, hat es gereicht. Cooles Gameplay, Steuerung, die Steuerung, die bricht dem Ganzen ein bisschen das Genick, ansonsten eigentlich ein nettes Game, nur dass ich leider nicht weiß, wie ich weiterkomme. Daumen hoch da lassen und wenn ihr mehr NES-Games sehen wollt, dann abonnieren, nicht jeden Tag, aber
ziemlich oft ein neues NES geben. Ciao, ciao, bis bald.